Das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat der Kollege Erhard Grundl. Herr Präsident, sehr verehrte Frau Staatsministerin, meine Damen und Herren! Oskar Maria Graf, der Unbeugsame, verstand seine Kunst zeitlebens als Verpflichtung. Die Bücher, die uns Graf hinterlassen hat, sind heute Kult. Sie begleiten uns, berühren uns, geben uns Fragen mit. Unser Land ist auch heute reich an engagierten Künstlerinnen und Künstlern. Ihre Arbeit ist genau wie die von Graf viel mehr als das repräsentative Aushängeschild unserer Nation. Meine Damen und Herren, Ihr Kulturvertrag las sich gut in Sachen Kultur. Kollege Rabanus hat es eigentlich fortgeführt. Nur die Erwartungen wurden geweckt, aber im Haushaltsentwurf werden sie nicht erfüllt. Kultur und kulturelle Bildung sollten allen zugänglich sein, sollen im urbanen und im ländlichen Gebiet unabhängig vom Einkommen erreicht werden. Das ist völlig richtig, aber nichts davon steht in diesem Haushaltsplan. Wenn freie Theater aufgeben müssen, wenn Programmkinos schließen, Jugendliche keinen Ort haben, um ihre Kreativität auszuleben, wenn Ateliers und Werkstätten fehlen, wenn es keine Proberäume gibt, in denen man den Verstärker auch mal so aufdrehen kann, dass der Putz an den Wänden wackelt, dann ist die kulturelle Teilhabe nicht gegeben. Ihr Haushaltsentwurf konzentriert sich auf wenige Projekte mit großer Strahlkraft. Diese werden mit Millionenbeträgen gefördert. Die Popularmusik, die Soziokultur, die darstellenden Künste, die Literatur erhalten nur einen Bruchteil. Natürlich, die Bayreuther Festspiele und so, natürlich auch das Humboldt-Forum sind förderungswürdig. Aber was tun Sie wirklich für Kulturförderung in den Regionen? Was für die Künstlerinnen und Künstler? Aktuell lehnen die Förderfonds des Bundes Anträge in großer Anzahl ab, weil die Mittel nicht ausreichen. Ein Beispiel ist der Deutsche Literaturfonds. In unserem Land der Dichter und Denker liegt die Förderquote hier bei knapp 12%. Das ist ein echtes Armutszeugnis. Ein anderes Beispiel, der Spielstättenpreis. Musikclubs bereichern unser Kulturleben, sowohl in den ganz großen Städten, aber wie etwa der alte Gasometer in Zwickau, die Rätschenmühle in Geislingen oder das alte Spital in Fichtach im Bayerischen Wald, vor allem abseits der Metropolen. In Ihrem Haushaltsentwurf wurde der Spielstättenpreis jetzt von 2 Millionen Euro auf 1 Million halbiert. Eine herbe Enttäuschung. Meine Damen und Herren, bei der Erinnerungskultur steht Deutschland an einem historischen Wendepunkt. Augenblicklich finden die letzten Strafprozesse statt. Zeitzeugen werden immer weniger. Schicksale wie beispielsweise die der Frauen und Mädchen, die im KZ Uckermark zwischen 1942 und 1945 eingesperrt und umgebracht wurden, sind aufgrund fehlender Mittel weitgehend unerforscht. Umso wichtiger ist es, die Anerkennung für bisher ausgegrenzte Opfergruppen des Nationalsozialismus jetzt voranzubringen. Umso wichtiger ist es auch, die Gedenkstätten auch als Orte des Wissens und der Forschung zu stärken. Die Besucherzahlen in den Gedenkstätten steigen. Ganz offensichtlich ist das Interesse der deutschen Bevölkerung groß, sich mit diesen Verbrechen und ihren Ursachen auseinanderzusetzen. Doch schon jetzt können in Buchenwald oder Sachsenhausen Anfragen nach Führungen oft nicht erfüllt werden. Diese Unterfinanzierung der Gedenkstätten ist nicht akzeptabel. Die Verbrechen des Nationalsozialismus haben Deutschland geprägt und sie bedeuten eine Verantwortung für uns alle. Eine Verantwortung, die nicht vergeht und die auf keinen Fall verjährt. Meine Damen und Herren, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt, sich darauf zu besinnen, was uns Kunst und Kultur wert sind. Wann, wenn nicht jetzt, macht es Sinn, diesen Etat deutlich aufzustocken, damit Kunst und Kultur mehr Menschen erreicht. Denn wer die Spaltung der Gesellschaft, wer ihr entgegenwirken möchte, der muss auf kulturelle Teilhabe setzen. Der Kulturbetrieb muss neue Konzepte entwickeln, um soziale Barrieren zu überwinden. Und im Gegenzug muss die Bundesregierung den kreativen, aber auch die finanziellen Mittel dafür an die Hand geben. Diese müssen in den Haushalt rein. Wann, wenn nicht jetzt? Lassen Sie mich einen Satz abseits der Kulturpolitik sagen zum Kollegen Dobrindt. Ich finde es einen Skandal, wenn hier im Deutschen Bundestag Rechtsanwälte beschimpft werden. Es ist unwürdig,
wenn man die Gewaltenteilung, auf die unser Rechtsstaat beruft, hier so lapidar, weil in Bayern Wahlkampf ist, anbaut. Und ich möchte Ihnen sagen, ich vermute, Sie waren einfach einmal zu oft mit Orbán zusammen und das hat Ihr Weltsicht geprägt. Vielen Dank.